über Jonessa. Yo, was geht ab und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich sitze hier gerade auf dem Boden und es ist nervig, ne? Ich sag's euch, ich habe gerade Unterleibsschmerzen des Todes bekommen, wollte aber dieses Video drehen. Deswegen versuche ich, dass das irgendwie klappt und dass wir das Video jetzt trotzdem drehen, denn ich habe nämlich mega geile Boxen, hoffe ich, ich weiß nicht, was drin ist, aber ich hoffe, dass was Geiles drin ist, die ich mit euch auspacken möchte und zusammen reinschauen möchte. Wir sagen jetzt einfach mal Unterleib, entspann dich, wir möchten jetzt ein Unboxing machen. Also vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Das hat gar nichts damit zu tun. Wow. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich würde mich freuen. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Würde mich auch freuen. Und jetzt fangen wir an. Beziehungsweise, nein, ich muss euch noch was richtig, richtig Nices zeigen. Denn ich möchte euch gerne mein kleines Helferlein vorstellen. Und dann geht's los. So, ihr Lieben, ich habe meinen Saugroboter angeschaltet. Und ich möchte euch ein paar coole Sachen zeigen. Ihr seht, ich habe auch Dreck gemacht. Der hat nämlich so mega nice Funktion. Also erstmal erkennt der Objekte, die hier sind und saugt da nicht drüber oder gegen oder stößt dagegen. Und ich habe jetzt auch gerade den Mop dran gemacht zum Wischen. Ihr seht das wahrscheinlich hier schon. Und ihr seht, dass der so ein bisschen vibriert, damit der halt richtig gut sauber macht. Das Coole ist, dass ich auch alles in der App steuern kann. Das ist jetzt hier meine untere Etage. Und ich könnte jetzt zum Beispiel hier auch auswählen, dass er dann quasi erst das Zimmer saugt, dann das, dann das, dann das oder wie auch immer. Kann ich alles vorgeben. Ich kann Zeiten einstellen. Ich kann generell hier alles in der App einstellen. Wie oft er reinigt, die Saugkraft, die Wasserdurchflussrate, die Reinigungssequenz, dann halt hier der Reinigungsplan. Das muss ich jetzt noch einstellen. Ich hatte den immer auf 11.30 Uhr. Wie der redet, der kann natürlich auch Deutsch reden. Schlummermodus, dass der nachts auf jeden Fall keine Geräusche macht und so. Also man kann wirklich alles einstellen. Jetzt werde ich hier gleich weggewischt, aber der müsste mich eigentlich erkennen. Ja, alles klar. Und was ich euch auch sagen kann, was ich euch auch sagen kann, der wischt und saugt immer in so Linien, dass der wirklich alles komplett mitnimmt. Der sieht auch, der hat oben auch eine Kamera und vorne auch eine Kamera. Das ist übrigens der Yeedi Vac 2 Pro. Ich verlinke ihn euch natürlich in die Infobox. Und jetzt habt ihr gesehen, der hat den Teppich festgestellt. Das heißt, der saugt jetzt nicht auf den Teppich. Der müsste jetzt gleich hier wieder um die Ecke rumfahren. So, und jetzt fährt er halt zum Teppich. Also merkt, dass da ein Teppich ist. Wischt dann natürlich nicht drauf. Und wischt dann wirklich hier bis zur Kante. Das ist so genial. Und jetzt kommen wir gleich zum Fleck. So, ab geht's. Woo. Bei so gröberen Verschmutzungen kann es natürlich sein, dass das ein, zwei Durchgänge einmal braucht, dass der da ein, zwei Mal drüber gehen muss. Aber ich glaube, man sieht schon, wie hervorragend das funktioniert. So, bitte einmal wenden und den Rest noch mitnehmen. Okidoki, ab geht's. Woo. Und eine Runde noch. Letzter Rest. Yay. Und jetzt werde ich einmal ein sauberes Tuch nehmen. Einmal da drüber gehen. Und man sieht, das Tuch ist komplett sauber. Und wenn man dann durch ist mit Wischen, kann man hier einfach diesen Aufsatz abnehmen. Da ist dann der Wischmopp drunter. Hier kann man das Wasser einfüllen. Und dann, habt ihr auch gerade gehört, jetzt hat er wieder den Saugermodus an. Dann lassen wir das weiter saugen. Und dann kann er nämlich auch den Teppich saugen. Und dann hört man auch, wenn er auf dem Teppich ist, dass er die Saugkraft erhöht. Also ich glaube, man hört es, wenn er den Teppich erkennt. Und das ist so, so gut. Und wenn man den jetzt entleeren möchte, kann man das hier einfach aufklappen. Hier kann man den übrigens auch an- und ausschalten. Und dann kann man das einfach hier rausnehmen und dann eben mit diesem roten Ding aufmachen und entleeren. So, einmal entleert, dann setze ich den wieder ein. Zack, und setze die Reinigung fort. Das kann man alles auch in der App machen. Also man muss jetzt nicht da auf den Knopf drücken. Und dann saugt er weiter. Siehst du, dass ich hier sitze? Wunderbar! Ich verlinke euch das, wie gesagt, in die Infobox. Also ich liebe dieses Teil, der hat so viele Funktionen, das ist der absolute Wahnsinn und vor allem das mit dem Wischen. Ich habe so lange nach einem guten Wischsaugroboter geguckt, das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ach, und übrigens, falls ihr sowas in der Wohnung haben solltet,
sieht er auch, der fällt nicht runter. Braucht man sich auch gar keine Gedanken zu machen. Der hat nämlich auch eine Stufenerkennung. Wir fangen an mit der Classic Box von Brand News. Und Okay, also, ich muss euch kurz was erzählen. Ich bin ja, ich hoffe, wir kriegen das ohne viele Hustunterbrechungen hin. Ich bin ja nicht so der Chipsesser. Ich bin ja mehr so Team Schoki. Aber letztens habe ich eine Chips-Sorte, Variante, whatever, probiert, die ich so geil fand. Ich habe euch die auch schon auf Instagram empfohlen. Hammergeil. Und ich sehe gerade, die sind hier drin. Ist das auch die Sorte? Ja, okay. Das sind nämlich diese Chips. Das sind Quinoa-Chips von Lorenz in Curry-Style. Und die sind so lecker. Ich habe letztens eine Nachricht von jemandem auf Instagram bekommen. Die Person hat mir geschrieben, dass die voll ranzig schmecken. Und ich denke so, what the fuck? Ich finde die so geil. Philipp hat die auch probiert. Er fand die auch richtig geil. Also falls ihr die kennt, schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Scheinbar scheiden sich da die Geister. Ich finde die saugeil. Also eine absolute Chips-Empfehlung von mir. Finde die richtig, richtig geil. Die gibt es auch in Ranch und Sour Cream. Die sind auch lecker, aber die sind der Hammer. So, weiter geht's. Wir haben hier ein Koffeingetränk. Dieses Coa Wacht, das war auch schon öfter mal drin. Typ weiße Schokolade. Jetzt ist aber die Frage, ob das wirklich lecker schmeckt, weil ich habe das schon mal in einer anderen Sorte probiert und das hat so komisch geschmeckt. Aber ich weiß nicht, ob das... Das war Kakao, aber noch irgendwas dabei. Und ich weiß nicht, ob es daran lag oder ob es einfach nur daran liegt, weil da dieses, weil da irgendwas Koffeinhaltiges noch mit drin ist. Ich rieche da jetzt einfach mal dran. Vielleicht hilft mir das schon bei meiner Entscheidung, ob das gut ist oder nicht. Weil ich will mir jetzt keinen Kakao machen. Also es riecht nicht nach nur weiße Schokolade oder nach Kakao. Es riecht anders. Boah, keine Ahnung, das müsste ich echt probieren. Ich werde euch das irgendwo mal erzählen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Also folgt mir auf Instagram und Vlog-Kanal und so. Keine Ahnung, ich hoffe, dass es gut ist. Schauen wir mal. Okay, dann machen wir weiter. Hier ist so eine Soße drin. Das sind übrigens die McDonald's-Soßen. Kennt ihr die? Ich habe da auch einige von zu Hause. Ich habe diese Big Mac-Soße, die heißt anders, Burger-Soße, Frittensoße, Sour Cream, Sweet Chili, dann die Standard, die Süß-Sauersoße, ist wirklich original, die von Mac ist. Und Currysoße. Und die ist jetzt scheinbar neu, glaube ich. Das ist Tex-Mex-Salsa-Soße, fruchtig scharf. Mega geil, die ist übrigens auch vegan, sehe ich gerade. Richtig nice, also ich finde die Soßen mega geil. Sind natürlich jetzt nicht healthy, ne, aber Soßen. Was erwartet man da? Aber die schmecken halt original wie die Mac-Soßen. Also falls ihr auch mal die Süß-Sauersoße oder so haben wollt, das sind die geil. Okay, dann machen wir weiter mit irgendwas Tomatigem, Pomito, tomatenfeine Stückchen mit Zwiebeln und Knoblauch. Oh, das ist geil. Also quasi so passierte Tomaten, aber mit ein bisschen noch was dabei. Das finde ich nice. Sehr cool. Okay, dann, das hatten wir letztens auch schon mal drin, aber in Dunkel, also in Schokolade. Das ist wieder von Fitvia, eine White-Proteincreme. Die muss ich probieren, ne? Ich muss... da rein. Mit den Fingern. Schauen wir mal, ob das schmeckt. Weil ich bin ja schon so helle Sachen. Ist geil. Also man, es riecht gut, aber man kann nicht allzu viel riechen. Ich muss ekelhaft mit dem Finger da rein, ne? Das ist saugeil. Das ist saugeil. Das ist richtig, richtig geil. Oh mein Gott. Geiler als die normale Schoko-Variante. Geil. Könnte man löffeln. Geil, geil. Und wenn das jetzt noch ein bisschen gesünder ist als so Standard, Aufstrich, so Nutella-like, dann umso besser. Dann finde ich auch Fitvia nicht mehr so scheiße. So, Toast. Hier ist einfach eine Packung Toast drin. Golden Toast, 100% Dinkel. Oh, das finde ich super. Neu scheinbar. Ja, das finde ich super. Die sind relativ klein, ne? Ja gut, das sind nicht diese American Toastscheiben, die so riesig sind, aber supi. Oh, ich muss... das hier Link für Philipp. Der schneidet das. So, dann haben wir Lu drin. Die machen ja immer so, so Gebäck. Und das ist jetzt aber was mit Schokolade. Sind das wie so Haferkekse, die so Schokolade drum haben? Falls ja, finde ich das genial, weil ich liebe diese Haferkekse mit einer Seite Schokolade. Ich mache die jetzt auch drauf. Und diese, sind da mehrere? Ah, das sind mehrere, okay. Ich wollte schon sagen, die sind super dick, aber... oh ja, ich glaube, das sind solche... ich liebe sowas. Die gibt es auch im Aldi oder so. Und ich glaube auch bei Ikea. Mm. Mhm. Mhm.
Das sind vielleicht sogar die geilsten. Wow. Geil. Ist übel viel Cornflakes da drin. Schon wieder. Also, ich find's geil, mag ich. Aber komisch. Kellogg's Frosties. Cornflakes. Geil. Nicht geil. Thunfisch. Aber was ist das? Paste. Thunfischcreme. Ew. Also wenn das nur Thunfisch ist. Maiskeim, Öl, Reis, Stärke, Gewürze, Salz. Sonst würde ich das Kraft geben. Aber da weiß ich nicht, ob er das darf. Mit so Sachen noch drin. Ew. Ja, also für Thunfischleute geil, falls man sich das super lecker aufs Brot schmieren möchte. Für mich. Hey. Riegel gehen immer. Das ist ein Hey-Riegel. Schoko-Haselnuss. 40% weniger Zucker. Zucker. Cool. Ja, das finde ich super. Riegel gehen immer. Nicht? Wissen wir. So, und dann haben wir hier noch von Köln einen Schoko-Haferdrink drin. Finde ich auch super. Ich trinke ja gar keine normale Kuhmilch mehr. Deswegen prima. Und dann hat man noch ein bisschen Schoki. Ist vielleicht auch ganz geil mal in so einem Cornflakes-Müsli-Ding, dass man einfach mal Schokomilch reinmacht. Was ist das hier? So, oh geil, hier ist ein Rockstar Energy Drink drin. Ihr wisst schon, was ich meine. Und so eine kleine, sind die nicht eigentlich immer größer? Sind Rockstar nicht auch eigentlich immer 500 Milliliter? Ist, glaube ich, auch normal, original, kein spezieller Geschmack. Damit Philipp sich drüber freuen beim Schneiden. Hey. So, und dann haben wir so einen Cocktail, einen Caipirinha. Das ist, glaube ich, auch ein fertiger Cocktail, soweit ich weiß. Ja. 10% Alkohol. Ja, das hatte ich irgendwas Rotes schon mal. Also das kriegen irgendwelche Freunde von mir, die Alkohol trinken. Ich trinke es nicht. Aber das finde ich nicht schlecht. Also ich glaube, es gibt Leute, die finden das richtig cool und feiern das. Naja, das war die erste Box. Machen wir weiter mit der Genussbox von Brand News. Schauen wir mal, was da drin ist. Hallo. Da haben wir Good Vibes Splitter. Okay, ich glaube, das ist einfach nur Bruchschokolade mit halt Muster. Aus Zartbitterschokolade. Ja, ist vielleicht ganz süß zum Verschenken, aber jetzt nichts Spektakuläres, würde ich sagen. Okay, dann haben wir ohne Mu. Das finde ich geil, ohne Mu. Ja was, 100% pflanzlich, Milch. Was für eine Milch? Reis. Reis, Kokosnuss und Sojabohnen. Also alles. Reis, Kokos, Soja, Milch. Ja, okay. In so einem ganz kleinen Tetrapack? Warum nicht? Finde ich cool. 1,5% Fett. Habe ich, glaube ich, noch nie auf so einer Milch gesehen, dass da auch diese Fettangaben stehen, wie bei normaler Haarmilch. Oh, ich habe gerade, das kann ich euch zeigen, ich habe gerade noch mit, also vorhin mit Marvin geschrieben. Der ernährt sich ja vegan und der hat neue Gummibärchen getestet. Und hat mir das Bild hier geschickt. Ha, hallo, kann man das sehen? Das. Und dann habe ich halt gefragt, wie geil die sind. Und er so, so geil, dass ich mindestens 10 Tüten hätte kaufen sollen. Also, vegane Gummibärchen. Das sind genau die, wo er mir ein Foto geschickt hat. Und er meinte, die gibt es im DM. Millie the Star Fruit Shake Flavors, cremig, weiche Fruchtgummis, 100% vegan, bio, organic, bla bla bla. Okay, dann muss ich die jetzt auch probieren. Das ist geil, weil ich war nämlich schon ein bisschen neidisch, als Marvin die hatte. Und dachte mir, ich wüsste jetzt schon gern, wie die schmecken. Oh, jetzt weiß ich's. So sehen die aus, so kleine Sternchen. Boah, die sind viel fester, als ich dachte. Vegane sind ja, vegane Gummi-irgendwas-Sachen, sind ja meistens nicht so zäh, sondern so, dass man die meist so richtig schön direkt durchbeißen kann. Die sind aber zäh, aber geil. Erdbeere, Pfirsich und Passionsfrucht. Die sind wirklich richtig lecker. Ich muss Marvin ein Bild schicken. Dann haben wir hier, wow, was ist das? Kaffee? Beans Brothers, Friends, Kaffee, Crema, heftig, kräftig. Okay, Packaging finde ich saugeil, aber ich trinke halt keinen Kaffee. Das wird verschenkt. Aber wie geil ist dieses Packaging? Finde ich sau nice. Dann haben wir hier Körner von Bio Rinatura. Das gibt's bei uns im Rewe. Ist das eine Rewe-Marke oder? Keine Ahnung. Sonnenblumenkerne, Blaubeere. Jo, für einen Salat mal oder so obendrauf. Garmen machen. Die gute Soße, dessen Name niemand aussprechen kann. Ich glaube, man spricht sie Worcester Sauce. Oder noch kürzer spricht man die. Ich glaube, manche Menschen sagen auch Worcester Sauce oder so.
Naja, diese gute Soße, rauchig, würzig, finde ich cool. Benutze ich auch in einigen Rezepten. Ich habe die auch zu Hause. Von daher, jetzt habe ich Backup. Finde ich super. So, dann haben wir Mini-Cookies Himbeer-Cheesecake. Wow. Das klingt geil. Kennt ihr diese Cookies, die weiße Schokoladestückchen und Cranberries drin haben? Saugeil, so ähnlich stelle ich mir die vor. Die muss ich jetzt leider auch probieren, weil... Finde ich auch ganz geil, dass das so kleine Cookies sind. Wow, ich habe sie richtig dumm aufgemacht. Die sehen gar nicht so geil aus, wie ich dachte, aber... Wow. Die sind übel zitronig. Aber nicht schlecht. Sehr zitronig. Himbeere schmecke ich kaum. Die sind lecker. Ich fände sie aber geiler, wenn wirklich noch so Schokostückchen drin wären. Aber sind gut. Also kann man essen. Sind gut. Dann haben wir... Ew. Crispy Snake Fruit. Knusprige Schlangenfruchtchips. What the fuck? Ist das eine Schlangenfrucht? Das muss ich probieren. Vegan und Bio. Das sind Bananenchips. Ew. Sieht aus wie so Nudeln. Oder wie Vaginas. Schmeckt nicht schlecht. Aber wenn man mir das jetzt geben würde, würde ich denken, das ist so eine Mischung aus Apfel- und Bananenchips. Ist nicht schlecht. Kann man essen. Kann man auch so ein Müsli oder so reinmachen, so Joghurt. Dann haben wir wieder diese Firma. Diese Coa-Wach-Firma. Koffein, Schokoriegel mit Guarana, natürlich, müsst ihr auch wach machen, ne? Mit Erdnuss-Karamell-Meersalz. Ist jetzt nicht meine Geschmacksrichtung, aber da ist so viel Koffein drin wie in einer Tasse Espresso. Und ist vegan. Kann ja 5 Wochen nicht schlafen, wenn ich so ein Riegel esse. Halleluja. Und Cornflakes. Und zwar von dieser Rebelicious-Marke hatte ich auch schon einige Sachen drin. Die sind ja so ein bisschen gesünder. Also hier 56% weniger Zucker, 88% Vollkorn, 100% Bio und vegan. Finde ich super. Das ist Puffylicious. Also so wie diese Honey-Dinger. Hi, kommst du mich besuchen? Hallo. Ja, finde ich super. Sind auch ganz lecker, aber man schmeckt, dass die ein bisschen weniger süß sind. Das war's. Degusta-Box. Da bin ich auch mal gespannt. Es ist ja oft so, dass sich die Produkte ein bisschen ähneln. Von der Classic-Box und der... ja, aber geil. Ich finde es gerade gut, dass die sich ähneln. Ihr seht auch gleich warum. Erstmal haben wir Flyers. Also, ich zeige euch den Grund. Hier haben diese Chips. Oh, aber das ist Ranch tatsächlich. Also ein bisschen schlechter als die Curry. Aber die sind trotzdem sehr, sehr, sehr lecker. Also, ich beschwere mich nicht. Habe die selber auch schon gekauft. Finde ich gut. Aber Curry ist geiler. Und dann, das sind noch dieselben, ne? Ja, mega geil. Freue ich mich. Habe ich direkt nur eine Backup-Packung. Und hier ist noch was davon drin. Sehe ich gerade. Und zwar das. Biscuit Speculoos. Also so. So wie Spekulatius, aber als Zimtkeks. Das mache ich jetzt aber nicht auch noch auf. Was schnarchst du denn hier so, kleiner Pupsi? Hier sind gerade nämlich 2 Hunde. Was, ich sehe den anderen? Nee, ne? Dein Körbchen? Bukurev gerade schnüffelt. Ja, ist bestimmt auch lecker. Und dann haben wir... Jo, möchtest du das direkt essen? Thunfisch. In Aufguss Thunfischfilets. Wird verschenkt. Was mega geil ist. So Schokobrötchen. Ich würde mir sowas selber, glaube ich, nicht kaufen. Aber wenn ich es da habe, finde ich es schon sehr geil. Das sind Milchbrötchen Alpen Frischmilch. Da haben wir wieder die Milch. Schoko. Sehr geil. Sehr geil. Und dann haben wir Weingummis. Oh, auch vegane. Sweets with Benefits. The New Candy. Ach, ich probiere die jetzt einfach. Was soll der Geiz? So Rauten. Alle? Nee, auch Kreise. Oh, die sind sauer. Die sind richtig fest. Total untypisch für vegane Weingummis. Aber geil. Ich glaube, die kommen aus Holland oder so. Oder Frankreich. Nachgeschmack ist jetzt nicht ganz so geil, aber könnte auch an der Sorte, also an der Farbe liegen. Jo. Probier mal rot. Boah, die sind so hart. Ein bisschen so wie englische Weingummis. Nur sauer. Also außen sauer. 3 Stunden später. Der Nachgeschmack ist nicht so geil, aber die sind auf jeden Fall okay und man kann sie essen. Sie sind lecker, aber der Nachgeschmack ist so.
Hört gar nicht auf. Ma, nur alles noch in den Zähnen. Naja, wir ignorieren das. Wir haben Alkohol. Batida de Coco. Hm. Oh, aber ich glaube, wir haben sogar was zum Mischen dabei. Und zwar, also das trinke ich dann pur. Das hier, nicht den Alkohol. Happy Day Immun Plus. Also ich glaube, das ist nicht zum Mischen gedacht, aber oder? Vielleicht auch doch. Keine Ahnung. Naja, egal. Das ist auf jeden Fall Orange, Mango, Zitrone. Finde ich sehr geil. Ich liebe so Säfte, vor allem was, wo Orangensaft mit drin ist. Finde ich super. Dann haben wir Ogal Giotto. Geil. So dunkle. Steht gar nicht drauf, was. Ich glaube Brownie. Nach dem Brownie zu urteilen. Sehr geil. Die sind auch mega lecker. Ich glaube, die kenne ich schon. Oh, das ist neu. Ich glaube, die gab es schon mal. Finde ich sehr geil. Dann haben wir die Kräuter-Tomatensoße. Finde ich auch super. Da braucht man dann selber gar nicht mehr würzen. Dann haben wir noch einen Riegel. Wir wissen, ne? Peanuts and Fudge. No added sugar, no palm oil, no gluten, just joy. Na, wenn das nicht fabelhaft klingt, weiß ich auch nicht. Und dann haben wir noch Nahrung. Ah, die Flaschen finde ich mega schön. Die habe ich schon zu Hause in meiner Bar stehen, die ich nicht trinke. Yellowtail Rosé, so ein australischer Wein mit der Känguru. Ich finde die aber hübsch, deswegen wird die auch ausgestellt, die Flasche. Und dann haben wir auch noch was ich nicht verwende. Kaffee, aber auch voll die hübsche Packung, ne? Was ist da? Tagebuten. Ne, was ist denn da für die Beere? Und von einer Mandelnote. Sind das Mandeln? Wachsen die so? Und dann, last but not least, ah, das habe ich letztens auf Instagram oder so gesehen, dass es jetzt Kaba-Schokolade gibt. Einmal weiße Schokolade mit Erdbeer und Brause. Und da dachte ich mir schon, what the fuck. Und dann einmal mit Keks-Crunch. Ja, okay, das wird lecker sein. Das muss ich probieren. Dann sind wir auch durch. Das ist das letzte Produkt. Ich habe immer noch das ganze Gummibärchen hier. Der Nachgeschmack ist echt nicht so geil. Also die würde ich mir, glaube ich, nicht kaufen, die beiden Gummis. Jo, das ist voll zerbrochen. Also, ach, Herr Jemine. Alles bröselig. Ich schmecke weiße Schoki, ich schmecke Erdbeer. Ist lecker. Ich glaube, das bitzelt ein bisschen. Das bitzelt. Das schmeckt aber nicht scheiße. Ist echt lecker. Das Bitzeln brauche ich. Ach, guck mal. Das Bitzeln brauche ich nicht unbedingt, aber stört auch nicht. Ist geil. Schokolade an sich ist gut. Ja, kann man essen. Das war's. That's it. Wir sind durch. Saugeile Sachen. Also, ich bin wirklich positiv überrascht. Boah, es bitzelt. Das hört ihr aber, glaube ich, nicht, oder? Oh, hat schon aufgehört, oder? Hm. Naja, wie auch immer. Ich fand's sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Bin gespannt, was ihr sagt. Und dann würde ich sagen, ich muss mich voll konzentrieren, weil das so bitzelt in meinem Kopf. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss. Philipp ist Mach-Wach-Riegel. Mhm. Was sagt der Mach-Wach-Riegel? Bist du wach? Auf einer Skala von 10. Ich würde ihm jetzt so eine 5 geben. Von? Also Geschmack von 10. Okay. Also geschmacklich ist er ganz okay. Was die Wirkung angeht, weiß ich noch nicht, weil ich habe erst ein bisschen genommen. Nur die Konsistenz ist ganz geil. Es ist wie so ein... Ja, kann ich nicht beschreiben. Ist geil. Cool. Ja. Zeig ich mal. Der Biss. Mhm. Die Bissstelle. Mm, sieht echt gut aus. Ja, was ist denn? Da liegt mir in meinem Bett. Och, ey.